Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute seht ihr mal ein bisschen hinter die Kulissen von Marcel TV. Daily. Er will jetzt Daily Vlogs machen. Ich habe mich schon mal gut eingespannt mit seinem mega Rucksack. Er schleppt den jetzt, der ich immer schleppe. Dann teilweise. Ein Rucksackschlepper. Dann teilweise ich noch mit Motorradsklamotten in der schönen Sonne. Yay. Er hat jetzt das Ding an, er hat Sommerklamotten an. Das ist eigentlich kühl im Wald. Und er pustet schon. Weil sein Rucksack so regenerativ so schwelt. Aber wenn ihr am Mittwoch kommt, was um 14 Uhr ist, am Mittwoch. Zuschauertreffen, genau. Dann könnt ihr ja den selber mal anziehen und dann so 10, 20 Minuten den ruhig anlassen. Und dabei natürlich geht. Auf viel Spaß so. Ich bin damit durch Amsterdam gegangen, ich glaube 12, 13, 15 Deswegen, Stunden. Deswegen, die sollen das selber ruhig mal anziehen. Ja, an die Bandscheiben angeschmerzt. Deswegen, die sollen das selber anziehen. Ja, jetzt hast du das Ding mal an. Mal gucken, wie du berichtest. Ob der das durchhält. Alleine wegen der Stativ, no go. Ohne der Stativ, wie bei meiner Tasche, geht. Meine Tasche, ich habe nie ein Stativ. Ja, das ist aber die YouTube-Arbeit, das ist das, weil die Leute dann wieder nicht so sehen, was man alles mitschleppen muss. Ich glaube, die Filmemacher unter euch, die kennen das, was man da Equipment mitschleppt. Das ist schon nicht ohne. Wenn man dann noch ein richtiges schweres Stativ hat, geht das schon ganz schön ab. Aber jetzt erstmal Frage an dich, wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt, ich zeig dem jetzt, also dir zeige ich jetzt, wo statt der Film gedreht hat, der dunkle Wald. Okay. Der ist natürlich nicht so dunkel, wie in dem Video aussieht, aber wenn du geil Color Grading machst, also kannst du schon mal rausholen. Ja, wir wollen ihn jetzt mal ein bisschen begleiten. Schau wieder, schnapp mir mal die Kamera von ihm, also von mir. Ja, die gerade eben hier hat. Na, mach einfach mal Video. Und, kannst du noch? Ja. Hält er es aus? Nee. Es ist schon ganz schöne Stange, die hier hinten dran hängt. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo das Ding hat. Darf eigentlich nicht meckern. Ein geiler Job, den wir gerade hier machen. Noch ein bisschen höher oder wie? Ja, es geht noch ein bisschen. Hin ein paar Kurven, dann geht das gleich da hinten runter. Dann geht's runter, sei froh. Letztes Mal bin ich hochgegangen. Letztes Mal sind wir hochgegangen und jetzt geht's runter. Hm. Ja, ja. Und sonst? Jo. Oh, nix. Nix. Nur, dass ich meine Bestellung endlich mal gemacht habe. Ja, er hat mich unterstützt. Super. Kam auch mal was rein. PC kommt bald an. Ja. Jetzt hat er mich sehr gut unterstützt mit. Gell? So, jetzt wird mir die Kamera auch schwer. Wir gucken mal, was passiert. Und dann melden wir uns gleich wieder. Aber also nochmal vielen Dank für das Abonnieren. Und vielen Dank schon mal für das Einschalten. Ich wollte den einfach nach da runter. Oh, das ist aber nicht schwer. Nee, guck erstmal, wo ich den runterschieben wollte. Schieben? Ja, gut. Nach da schiebe. Nach da. Ja. Einfach da runter. Oh. Sehr langweilig. Oh. Oh, wir holen den nächsten Baum mit. Oh, cool. Weiter kommen wir nicht. Guck mal. Schon stand in der Birne drin. Schieb! Junge! Und der nächste Baum mit der Felle klatscht und geht's. Boah. Ob wir das hinkriegen, dass der noch bei mir fällt? Die kurzen Aufgaben beginnen das denn. Boah. Kann man. Boah, pass auf, wenn der Ding, da fällt er im Geld, Alter. Pass auf, das ist Morsch.
schneit. Okay, perfekt. Dann müssen wir aber jetzt wieder machen, sonst. Perfekt. Ja, der hält aber nicht richtig. Ich reiß ihn mal runter und dann. Zuschauer, bitte 10 Meter weiter weggehen. Gut, dass ihr das. Ja. In dem Feld bin ich weggeflogen. Zu weit. In dem Feld lädt mich ans Channel ein. Komm, das geht hin! Oder hält doch. Der hängt da oben. Nee, tu den runter. Dann gehst du hin, wenn du den runter. Oder bei mir. Geht das gut? Ja, nach dem Fall. Nach dem Fall. So passieren Unfälle. Das ist eine gute Fahrbahn. Der hält wohl. Der hält Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der hängt da rein. Ich wusste es. Geist auf der Weber! Ich hab gesagt, Leute, geht ein bisschen weg. Oh Scheiße. Hat sie eine Ominide so ein bisschen, von daher war nicht so schlimm. War wirklich nicht schlimm. Andere Kamera. Mache ich in Zeitlupe. Ja. Das mache ich in Zeitlupe. Simon, komm hier näher. Ja. Die ganze Erfindung immer haben wir erschaffen. Was ziehen wir denn da jetzt hin? Breche mir den erstmal ab. Brech, brechen. Ah, nicht ausgepackt. Ja. Ja. Ja, wir haben es. Jetzt heißt das ab. Ciao. Und mit Hallen kannst du stochen. Yes. So, die nächste Paar lauert in 5 Meter. Du wolltest den Daily Vlog machen. Ja! Oh, wir müssen Gas geben. So Leute, das war's mit einem kleinen Video. Der Marcel erfrischt sich gerade, wie ich sehe, glaube ich, hinten an der Bar. Nicht, dass der Affner rennen fällt. Nee, geht ja mit selber rein. Ja, je. Wo ist er da denn? Stehst da. Ich bin im Dunkeln. Genau. Ich bin hallo, hallo. So, ein bisschen Wäsche. Hey. Da könnten wir jetzt auch noch Aufnahmen machen, das ist klar. Wir machen aber jetzt für ihn ist ein Daily Vlog angesagt. Das heißt, jetzt heim, schneiden. Das Video muss ja heute noch kommen. Bei mir auf jeden Fall. Ja, mein kommt dann am nächsten Tag, also heute für euch. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr das gestern dann hochgeladen habt, aber die schafft er. Schafft er es oder schafft er es nicht? Locker. Locker flockig. Locker flockig. Locker. So, macht es gut. Vielen Dank schon mal für die Kommentare schreiben und alles. Vielen Dank. Wir beantworten die sehr gerne. Der Marcel kann nur mal ein bisschen mitlesen, schreiben. Kriegt ja auch immer hin und wieder der ein oder andere Gruß zugesendet. Freut uns auf jeden Fall. Macht es gut und bis im nächsten Video. Bis am Mittwoch. Genau, bis am Mittwoch. 27. Das wäre dann morgen. Bis morgen. Bis morgen in Kochen. Um 14 Uhr. Genau. Am Bahnhof. Dann gehen wir mal was. Eis essen und trinken, gell? Ja. Mal gucken, was wir machen. Und dann unterschreiben, Autogramm. So, das werden wir auch noch machen. und ja, anderen Kram. Eventuell. Ich muss noch eine Autogrammkarte mitnehmen. Das hatte ich letztes Mal gemacht und das haben sehr viele gefeiert.
Ja, beim Spiel gegen Waldorf Mannheim, das Heimspiel war das doch, das war geil, gell. Schöne Grüße mal die Schulklasse. Auch letztes Jahr, wo ich das mit hatte. Ja, ja. Sehr viele das mitgenommen. Ich kann das alles noch gar nicht so glauben, dass die wirklich Autogramm haben wollen, aber so wollen sie. Ist geil, ist schon gut. Ich filme das dann wieder, wie du dann da abgehst. Ich bin der Kameramann, ich bin immer so im Hintergrund. Macht es gut. Die Kamera wird schwer. Bis bald. Vielen Dank fürs Gucken und bis bald. Ciao.